Oh, du mein liebes, schönes Plattenmaterial. Wie habe ich dich vermisst? Mua. Hallo und ganz herzlich willkommen bei Rhinoworks. Bitte entschuldigt das etwas creepy geratene Intro eben. Nach der ganzen Plackerei mit Massivhölzern in den letzten Videos habe ich jetzt einfach Bock, wieder mal was mit gutem alten Plattenmaterial zu machen. Und zwar bauen wir uns ein Nähkästchen für meine Frau. Dazu müssen wir erstmal ganz viele Kisten herstellen. Los geht's! So, damit hätte ich auch die Leisten für die Mechanik und den Griff gesägt. Für die Mechanik nehme ich hier 2 cm breite Leisten, für den Griff 3 cm. Den legen wir aber noch beiseite, das machen wir dann später. Jetzt geht es erstmal um die Mechanik. Dabei ist es sehr wichtig, dass diese Leistchen für die Mechanik, die wir gleich machen werden, schön parallel zueinander stehen und auch die Löcher, die ich jetzt bohren muss, perfekt zueinander stehen, sonst klemmt das Kästchen nachher ziemlich und das wollen wir natürlich nicht. Also geben wir uns mal Mühe. Los geht's. Die ganze Geschichte hier
entwickelt sich wieder mal zu einem richtigen Horrorprojekt, habe ich das Gefühl. Ich habe gestern Abend diese Stäbe für die Mechanik gesägt und gebohrt und danach versucht, das Ganze hier mal locker zusammenzustecken, zu schauen, ob es funktioniert. Und irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, das kann nicht stimmen. Und zwar rede ich von diesem Loch hier, das ich gebohrt habe. Irgendwie hatte ich einfach das Gefühl, weil die unterste Box höher ist als die beiden oberen, kann das nicht funktionieren, dass dieses Loch hier ist. Und jetzt heute, wo ich wieder runterkomme und das Ganze hier nochmal versucht habe, habe ich das Gefühl, es stimmt doch. Leider habe ich in dem Anfall von Wut, den ich gestern Abend hatte, das Loch wieder zugespachtelt und jetzt sieht es so aus, als könnte ich es wieder aufbohren. Also einfach wieder mal mysteriös das Ganze. Ich flicke das hier jetzt erstmal zusammen und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht. Bis gleich. So, ich habe es wieder hingekriegt und damit einen wichtigen Meilenstein für das Projekt erreicht. Jetzt lässt sich das Ganze nämlich wunderbar öffnen. Ich habe die Mechanik jetzt mal nur auf einer Seite montiert und dabei festgestellt, dass ich doch nicht ganz bekloppt bin. Wenn man nämlich hier in die mittlere Kiste reinschaut, sieht man, dass ich das Loch tatsächlich etwas weiter unten hätte bohren müssen. Es besteht also noch ein bisschen Hoffnung für mich. Als nächstes werden wir das mit der Mechanik fertig machen. Die wird dann auch noch ein bisschen schöner, als sie jetzt ist. Das ganze Ding braucht dann noch zwei Deckel für die oberste Kiste und einen Griff. Los geht's! Und mit diesem Griff ist nun auch das letzte Teil für mein Nähkästchen fertig geworden. Zusammengebastelt habe ich das aus den gleichen Eichenleisten, die ich auch für den Öffnungsmechanismus verwendet habe. Verstärkt habe ich es hier mit diesen Ashes Blinds und das Ganze wirkt
ziemlich stabil. Ich hoffe, das Ding trägt dann auch die Kiste, aber das werden wir bald rausfinden. Jetzt kommt für mich der schönste Teil. Wir bauen das Ganze zusammen und schauen, ob es funktioniert. Los geht's! Und da hätten wir das Ding. Ein klassisches Nähkästchen für meine Frau, an dem sie hoffentlich viele Jahre Freude haben wird. Alleine das Zusammenbauen der Mechanik jetzt am Schluss hat mich doch etwa eine halbe Stunde Zeit gekostet. Ziemlich fummelige Angelegenheit. Also wenn ihr das nachbauen wollt, denkt daran, da genug Zeit einzuberechnen. Ansonsten ist das wirklich wieder mal ein super cooles Projekt gewesen. Endlich wieder mal was mit Plattenmaterial gemacht. Aber natürlich nicht nur Plattenmaterial. Wir haben auch viel Massivholz verarbeitet in Form von diesen Eichenleisten für die Mechanik und auch für den Griff. Hier in den Ecken sind Eichensplines drin. Hier in den Ecken vom Griff sind als helleren Kontrast zum dunklen Eichenholz Eschesplines drin. Weiter fand ich es cool, mit diesen Messingakzenten zu arbeiten in Form von diesen Hülsenschrauben, keine Ahnung, wie die Dinge heißen. Oder auch hier in den Griffen mit diesen Messing-Inlays. Die gibt es auch hier oben am Deckel und hier in den kleinen Griffen. Ich finde, das ist ziemlich cool rausgekommen. Funktionieren tut es natürlich auch. Lässt sich auf beide Seiten öffnen. Gibt viel Stauraum frei. Hier oben sind Deckel eingelassen, die sich mit den Magneten schließen lassen. Etwas skeptisch war ich am Anfang wegen des Griffs, weil er doch auch nur aus diesen dünnen Eichenleisten gefertigt ist. Aber wie man sieht, der packt das Gewicht locker. Wenn euch dieses Projekt und allgemein solche Projekte gefallen, dann überlegt euch doch, meinen Kanal zu abonnieren. Für euch ist das kostenlos und meine Videos werden euch auf eurer Startseite mit höherer Wahrscheinlichkeit angezeigt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht es gut!